Cheerio! Nee, Quatsch! Falsch. Die alte Begrüßung hier was benutzt. Hallöchen, meine lieben Freunde. Kommt zurück zu Minecraft. So, ich habe mir eine Stelle ausgesucht und ich hatte natürlich, war so schlau und habe nicht die. Hab mein Schild nicht erneuert. Toll. Ich habe mich für diese Ort hier entschieden. Wir werden hier jetzt buddeln. Ich weiß nicht, welche Tiefe sind wir denn? 13, okay. Wir werden uns jetzt hier durchbuddeln. Wir suchen nämlich Eisen. Redstone nehme ich genau noch mit. Da muss ich irgendwann mal mich informieren, wie man denn Dorfbewohner irgendwie zu sich holen kann. Weil ich würde nämlich gerne unsere Nachbarn, sagen wir mal, retten. So. Ja, Kohle nehme ich auch mit, ist klar. So. Gerade wieder so ein kleines Päuschen gemacht, mache ich ab und zu mal zwischen den Folgen. Und mir dann gerade Dings angeguckt gehabt. Sag schon. So ein kleines Video. Und zwar ging es um eine Einheit oder Gruppe, ich weiß nicht, wie ich das nennen soll. Die einen, ja, Pädophilen aufgedeckt haben, so. Ne? Haben den verfolgt. Auf einer Seite, ihr wisst, was solche Leute verdient haben, ja? Sprechen wir davon einfach mal nicht, ja? Auf der anderen Seite muss man sagen, er war da mit seiner Frau und seinem Kind, seinem eigenen Kind unterwegs. Kind war noch im Kinderwagen, also ein Baby. Und, ja, ich weiß nicht. Und dann so in der, dann so auf der öffentlichen Straße auch noch, wisst ihr? Muss man sich dann so fragen, muss das sein? Für die. Was war das denn für ein Geräusch? Sorry, ich bin irritiert. Jedenfalls muss das die Frage, so muss das sein? Vor der Ehefrau? Mit dem Kind im Kinderwagen? Ich weiß nicht, das ist mag. Da mögen sich vielleicht die Meinungen unterscheiden oder so. Aber das war ja nicht das, was ich dann so eher kritisieren würde. Was ich kritisiere ist, dann haben sie ihn gestellt. Und dann fing einer von denen an, den Typen ja nicht nur zur Rede zu stellen, sondern ihn auch permanent zu beleidigen. Also du hast da mindestens, glaube ich, eine Minute oder so, wo du nur piep, piep, piep hörst, piep. Wo ich mal sagte, Kollege, was machst du für eine Scheiße? Weil das Problem ist nämlich, klar, die haben jetzt den Typen da an der Angel, der wird, der kriegt Probleme, der kriegt Strafe und so. Der Typ aber könnte den anderen da jetzt auch anzeigen, wegen Beleidigung und alles, ne? Ist also eigentlich eine unnötige Sache, die da passiert ist. Hallo? Oh. Hallo. Da ist er. Weg. Verbrenne. Stirb. Nicht? Wo ist er hin? Hä? Warum bist du nicht verbrannt? Ach, der klebt da in der Ecke. Was, hä? So. Okay, hier ist sauber. Wir haben hier ein bisschen was an Gold. Ein bisschen was an. Ja, ist okay. Ich hole dich da jetzt raus. Guck mal. Das Wasser geht weg. So, dann geben wir mal das Gold hier. Das nehme ich natürlich auch gerne mit. Weil wir haben ja noch nicht meinen Lieblingskram gebaut, ne? Meine Schienen. So. Dann nehmen wir das Lapis hier noch mit. So. Kohle nehmen wir natürlich auch gerne mit. Ich glaube, ich baue das mir mal ein bisschen zu.
Obsidian brauche ich ja jetzt. Also im Grunde brauchen wir es, glaube ich, schon noch, weil zum Beispiel alleine für so einen Magiertisch, den brauchen wir nicht. Ich hoffe so, dass wir den bald mal irgendwie in näher Zukunft mal finden. Ich meine, ich bin Level 40. Ich würde diese Level gerne aufbrauchen. So, Musik, kann ich auch schlafen gehen? Ja, ist Nacht draußen, gut. So. So. Danke. Dann würde ich sagen, hacken wir hier mal weiter. Aber ich muss sagen, dafür muss ich der Blutkatze noch danken, dass sie mir diese Spitzhacke hier gemacht hat. Weil die ist ja so gesehen unverbrauchbar. Weil die sich ja mit jedem Erfahrungspopel, den wir kriegen, wieder repariert. Ja, wie viel Kohle hier schon wieder ist, ey Leute. Ist das mal ernst? Oder besser gesagt, ich müsste mal gucken, wie ich die... Das ist aber auch eine Sache. Ich glaube, ich würde eher da erstmal vor fokussieren, das Dorf der Typen da neu zu gestalten, beziehungsweise vielleicht mal so die Treppe zu bauen, damit die da hochkommen und nicht immer die ganze Zeit verrecken, wenn sie hoch in ihre Häuser gehen oder runterkommen. Nein. Böse Lava. Ja, das war schlau. Das war mega schlau hier. Böse Lava. Böse Lava. Geht das nicht doch? Ich wollte sagen, hä? So. Dann können wir auch hier jetzt das abbauen. Da ist auch noch mehr Eisen. Da. So, jetzt klatsche ich eine Fackel hier hin. Ach, ich weiß nicht, ey. Ich weiß nicht, was in neuen Leuten los ist, ehrlich gesagt. Das erinnert mich dann auch immer an den Vorfall mit Christoph Metzelder. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Mal ein berühmter Fußballer gewesen. So. Und besonders hier für Schalke. Und der ist auch irgendwann herauskommt, dass der auch solche Bilder hat, ne? Und der hat sonst immer so ein bisschen seine Unschuld beteuert natürlich und er hat nichts getan, das ist nicht seins und er weiß nicht, woher die kommen und so. Ist zwar ein bisschen so, meh, aber kann man ja machen, ne? Also. Nur dann kam da irgendwann raus und hat man gesehen, was er für Bilder da drauf überhaupt hatte. Also auf sein Handy. Und seine Aussage dann, das war wirklich das Widerliche. Da war dann halt so ein, ich beschreibe das jetzt einfach mal so, damit ihr es versteht, was das mit dem einen Punkt versteht. Da war zum Beispiel, also es war auch nur beschrieben, ich habe es nur gelesen. Ich habe es nicht, man hat die Bilder natürlich zum Glück nicht gesehen. Aber es wurde halt beschrieben, so was auf den Bildern zu sehen ist. Und da war halt ein Mädchen, glaube 10 Jahre oder so. Und das wurde gerade von... zwei Männern, ne, ihr wisst schon. Und die Aussage von Christoph Metzelder war dann nur gewesen, wie das für ihn aussieht. Und er sagte nur so, ja, das sieht danach aus, als wenn die ordentlich mal werden müsste. Wisst ihr, was er meinte? Und ich mir dachte, Kollege, was ist falsch mit dir? Das ist ja auch bis heute noch einer der größten, sorry, wenn ich das sage, einer der größten Skandale überhaupt ist für mich, der Fall damals mit Idati. Für einige ist das wahrscheinlich noch, entweder haben sie es vergessen oder ist es wahrscheinlich zu lange her. Die Sache ist, Idati, ein SPD-Politiker, bei dem wurden auch auf dem Rechner unglaublich viele von diesen Fotos gefunden. Und was meint ihr, was für ein Strafe er bekam? Wenn ihr mitraten wollt, dann jetzt unten in die Kommentare. Ich warte jetzt noch mal so ein paar Sekunden. Also nicht schummeln, ne? Genau. So. Die Strafe, die der Idati bekam, war, er musste 5000 Euro an den schwarzen Ring zahlen. Weißen Ring, sorry. Das war's. Mehr nicht.
Er hatte hunderte von diesen Fotos auf seinem Rechner. Und alles, was er machen muss, ja, hier, 5000 Euro. Von einem Politiker vor allem. Und von da an hast du, ich glaube, das war einer auch der Beispiele, wo du nochmal dran gesehen hast, wie korrupt die ganze Politik eigentlich ist von uns. Ich meine, es wird immer ganz groß geschrien und geteuert, so, hey, hier, wir sind gegen Korruption. Mit der EU haben wir ja die Kommission gegen Korruption. Beste ist dann ja, dass noch so korrupte Politiker und Oberhäupter, wie zum Beispiel, wenn man jetzt mal Belarus schauen, in Reichsrussland, trotzdem von der EU bezahlt werden, Gelder erhalten. So von wegen, hey, wir sind gegen, wir bekämpfen Korruption, bezahlen die Leute aber trotzdem. Beziehungsweise fördern sie. Ich höre Skelette, aber ich glaube, es müsste über mir sein, ne? Yep. Oh. Hi! Böse. Warum ist Paddy, wa? Das sieht mir wohl hier nach links aus. Hi. Das wäre nicht perfektes Foto. Zack. Das da oben ist eine Schlucht und da will ich nicht hin. Ich mag keine Schluchten. Ciao, Leute. Wie gesagt, ich bin kein Freund von Schluchten. Nee, auf jeden Fall, das hat einfach nochmal gezeigt, so wie korrupt denn die Politik allgemein. Ich meine, braucht man noch mehr Anzeichen als auch die, die wir letzte jetzt Jahren haben? Nimm mal als Beispiel Ursula von der Leyen, ja? Ursula von der Leyen war erst Familienministerin, ist dann Verteidigungsministerin geworden, wie auch immer das zusammenpasst. Ich habe keine Ahnung. Und ja, die gute Dame hatte dann ja halt Probleme nicht, würde ich sagen. Aber da kam halt raus, dass die Gelder verschoben hat. Also sie hat unsagbar viel Geld für Berater ausgegeben, was unlogisch war. Und sie hat auch Familienmitgliedern Jobs zugeschanzt und Geld zugeschanzt. So. Also kam halt ganz groß raus und so. Und nicht nur... Aber ist das immer noch die Schucht oder ist das noch? Ist das... Hallo? Wollen wir uns mal raustrauen? Komm, ich trau mich mal raus. Spinny? Da oben kommt Zombie. Alter, ist es. Das Problem ist nur, ich habe nur 3 Fackeln. Hi! Aua! Ich habe nur 3 Fackeln, das ist das Problem. Hallo? Aua! Lass das! Ich würde mal sagen, hier können wir nochmal hingehen. Aber jetzt hier hinzugehen wäre Quatsch, weil wir haben keine Fackeln mehr. Und ich habe auch kein Holz, um Fackeln zu bauen. Da ist noch eine Spinne. Hey, Spinni! Habt ihr das da gesehen? Seht ihr das? Oh. Ja, sorry.
Kann ich unterbauen? Kann ich. Guck, was ich gefunden habe. Yay, Diamanten. So, ich gehe jetzt erstmal zurück. Obwohl, ich kann das Ding, kann das Zeug, was ich ja hier sehe, schon mal abbauen zumindest. Ich will nämlich jetzt zurückgehen. Erstmal neue Schild auch basteln, ehrlich gesagt. Und dann natürlich auch Fackeln bauen. Ich baue mal. Soll ich das. Wo baue ich das denn zu? Baue ich das. So. So, wir gehen zurück. Nom 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 nom. Ah, eine Hexe. Ich höre das. Ah. Nee, auf jeden Fall, was ich sagen wollte. Die Familienministerin gewesen, dann Verteidigungsministerin. Und das kam dann auch raus, dass sie halt diesem korrupten Mist gemacht hat, was passierte. Wurde sie entlassen? Nö. Wurde sie bestraft? Nö. Ich habe einen Schluck Wasser getrunken. Nö. Nicht nur, dass sie auf illegalster Weise. Wo kommst du denn her? Wo kommt die denn her? Bist du hier gespawnt? Okay. Nicht nur, dass sie halt auf diese ganze Eleganz, sondern sie hat auch noch ihre Daten vom Handy gelöscht. Also vom Diensthandy. Und anstatt dass da gesagt wurde, ganz, ganz klar ein Hinweis ist, dass sie. Dass es so eine Schuldeingeständnis ist einfach. Nö. Sie wurde dann sogar befördert zur EU-Kommissionsleiterin. Wo ich mir dachte so, what the fuck? Das war ja auch bei Heiko Maas genau das gleiche. Der war, hat auch was gemacht. Und anstatt dass er gefeuert wurde oder entlassen wurde, hast du nicht gesehen? Nö. Der wird befördert. Und das ist so viel. Auch bei auch der hier. Scheuer, unser liebster. Unser liebster Politikversager Scheuer. Auch. Untersuchungsausschuss gegen ihn, wegen der PKW-Maut. Ja. Was passiert? Ja, die Daten von seinem Handy sind gelöscht. Weißt du? Und dann hängt sich sowas wie CDU, CSU. Ach, ist schon wieder Nacht. Dann hängt sich sowas wie CDU, CSU auf an der Maskenaffäre. Ja? Dass da nur die Korruption war. Ich höre Skelette. Tatsächlich da hinten. Au! Da flog der Pfeil an mir vorbei. Tschüss! Na, was das wäre? Was das wert? So, habe ich hier irgendwo einen Creeper in der Nähe, weil ich habe. Obwohl, die können sowieso nichts kaputt sprengen, von daher. Hauen wir erstmal das Eisen hier rein. Ich habe 4 Diamanten, das ist toll. Habe ich hier noch irgendwo jetzt Holz? Ja, hier. Das ist auch nicht das Größte, ne? So. 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 Bitteschön. Und so. Dann Kram packe ich jetzt mal hier rein. So, 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 so. So, so. So, so. Ja, die Kisten werden wir dann natürlich mitnehmen und ausräumen zu Hause wieder. Das ist ja klar. Hier sind noch ein paar Pfeile. Hier muss ich erstmal. Obwohl, ich kann auch Dings mal kurz hacken. Ich kann mal kurz ein paar Dings machen. Ne. Auch wenn ich eigentlich Eisen sammle. Aber ich kann ja mal ganz kurz eine Hackaxt machen.
Dann kann ich ihm auch mal ganz, ganz schnieke hier uns kurz Holz holen. Weil für Stäbchen ist ja egal. Für Sticks, welches Holz wir da nutzen. Aber wenn wir Fackeln haben, können wir dieses Großstück, was wir da hatten, sehr gut die Bedingungen hier bewandern und die Sachen abbauen. Jo. Außerdem würde ich mir gerne gleich auch mal ein neues Schild basteln. Weil unser Schild ja auch nicht mehr das gesündeste ist, ne? Das hat ja allein im Nether ziemlich was abgekriegt. So. Goodie. Sollte ich gerade hier runterspringen? So. Dann das da mal rein. Dann so, zack. Ich würde sagen, aus denen hier machen wir Sticks. Der Kram bleibt dann auch hier so. Dann nehmen wir uns die hier, nehmen wir uns den hier. Bada bang. Und den Rest der Sticks packe ich hier rein. Einfach als Reserve, weil wir haben jetzt so, wir haben jetzt 4x 64 Fackeln. Ich glaube, das reicht auch erstmal. So, dann gehen wir nochmal wieder runter, ne? Wir haben ja jetzt das, was wir wollten. Nee, das sind halt nur so kleine Beispiele, die vor allem erstens öffentlich geworden sind und zweitens sie einfach zeigen, dass dieses ganze um Korruption bezüglich auch CDU, CSU nicht nur um Dings ging. Um die Maskenaffäre jetzt. Was ja alleine auch schon eine Riesenschweinerei ist, wenn du mal so nachdenkst. Wir haben eine Pandemie. Die Leute kämpfen um ihre Existenz. Und dann gibt es da so Politiker, die irgendwie so, oh, geil, guck mal. Der bietet mir so und so viel Geld an, damit ich seine Masken ranschaffe und vermarkte. Ja, ja. Hör mal. Ich habe vergessen, mir ein Schild zu bauen. Ich habe vergessen, mir ein Schild zu bauen, Freunde. Und ich glaube, dass das Dings nicht reichen wird, oder? Wenn ich da jetzt so... So, oder? Mir fehlt ein Eisen. Wow. Okay, dann nehme ich dich jetzt erstmal mit wieder. Und wenn wir gleich da weiter abbauen... Warum spawnt hier eigentlich schon wieder alles? Ey, das ist so... Nee. So. Wenn ich hier hinten gleich ein bisschen das Eisen abbaue, werde ich mir einen kleinen Ofen kurz hinstellen, schmeiße ich da und dann machen wir uns ein neues Schild. Ich verstehe das sowieso nicht. Ihr müsst euch das mal in mehreren Punkten einfach reinziehen. Wir haben eine Pandemie. Es gibt unsagbar viele Leute, die um ihre Existenz bangen, weil sie kein Geld verdienen können, etc. pp. Ja? Hi! Und dann hast du da so Schweine von Politiker. Die meinen, sie müssen sich dann jetzt auch noch bereichern daran. Weil es gibt zum Beispiel auch viele, viele Leute, die diese komischen Hilfen beantragt haben, aber bis heute
weder Geld noch irgendwelche Antworten. Und warum kriege ich Karotten hier? Aber ist ganz gut, dann haben wir was zu essen zumindest schon mal. Die weder bisher sowas wie finanzielle Geld gekriegt haben, noch überhaupt eine Antwort. Oh nein. Hi. Sehr schön. So. So. Gut. Hier ist nichts. Sackgasse. Das Lapis. Aber hier, das ist mal das, was ich haben wollte. Toll. Jetzt muss ich ja doch da runter. Ihr seid ja toll. Na ja, gut. Geronimo. Ah, hier ist Lava. Okay, deswegen ist das hell. Nom 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 nom. Hi! Warum der denn jetzt schon wieder her? Wie die hier immer andauernd random spawnen, ey, ernsthaft. Hier ist mein Dings. So. Thanks. Dann. Ofen. So. Ups. Dann hauen wir da die Kohle rein. Ach komm, hier ist scheiß drauf. Zack. Und dann warten wir jetzt. Hey Spinny. Seh dich. So, zack, zack. Na komm, hier, das nehmen wir auch noch mit. So, dann gehe ich jetzt nochmal zurück. Guck mal kurz nach unserem Öfen. So. Da, perfekt. Ah, sehr schön. Haben wir endlich ein neues Schild. Weil das andere jetzt kaputt geht. Ich wollte kurz das Bein ein bisschen hoch, wieder hochnehmen. Ist einfach eingeschlafen. So. So. Weiter geht's. Freunde der Sonne. Oder aber ich sag mal, das war's dann. Ich würde sagen, wir machen jetzt eine Pause. Ihr schmeißt einen Daumen auf das Video, denkt daran zu abonnieren. Und beim nächsten Mal werden wir uns hier den ganzen großen Bereich nochmal neu ansehen. Ein bisschen nur zum Umgucken, ist ja klar. Und ich verspreche euch, dass das erstmal die letzte Folge ist, dass wir irgendwo graben, abbauen werden etc. Wir werden dann danach wieder ein bisschen bauen an unseren Sachen. Und vielleicht sogar mal ein bisschen uns die Umgebung angucken, jetzt wo wir den Leitstein haben und unseren Kompass. Ist das ja gar nicht mal so verkehrt. Also, bis dahin. Cheerio!